Zwei Dom- und Bischofsstädte. Hunderte von Kilometern voneinander entfernt und doch seit vielen Jahrhunderten eng miteinander verbunden. Die Initiative ist von Regensburg ausgegangen. Nicht ganz zu Unrecht bezeichnet sich Regensburg gerne als die nördlichste Stadt Italiens. So, aufgesperrt ist. Jetzt schauen wir, was der Tag heute bringt. Aber jetzt erst mal 350 Kilometer südlich nach Brixen an Eisack und Riens. Sozusagen zurück an den Ort, an dem die Gemeinsamkeiten der beiden Städte ihren Lauf genommen haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden in Europa bis heute 20.000 Städtepartnerschaften. Das bedeutet kommunaler Austausch, gemeinsame kulturelle Veranstaltungen, viele persönliche Kontakte über Grenzen hinweg. Und die ein oder andere Beziehung soll so auch schon entstanden sein. Dann schauen wir doch einmal, was wir da für einen bunten Haufen haben. Hä? Was führt ihr im Schilde? Wir wollen uns nur die Stadt anschauen. Stadt? Ja, was gibt's denn da zum Schauen? Man kann ihn nicht übersehen. Er braucht tägliche Betreuung und hier und da auch ordentlich Pflege. Die Rede ist, Sie haben es längst erkannt, vom Regensburger Dom. Der Dom zieht dann irgendwann in seinen Bann, da geht man nicht mehr weg. Ja, die Begeisterung fürs Bier, die habe ich ja schon mit 12, 13 Jahren eigentlich gehabt. Ich war vielleicht, ohne jetzt anzugeben, ein bisschen ein Vorreiter, was Qualitätsarbeit im Weinbau betrifft. Das ist eine ungemein spannende Sache. Hand aufs Herz. Einen Tag Winzer statt Bierbrauer? Im Endeffekt, glaube ich, würde ich lieber Bierbrauer bleiben. Und wäre der Winzer mit einem Rollentausch einverstanden? Eher nicht. Der Elefant, der hier durch Brixen gekommen ist, war ein Geschenk des Königs von Portugal. Die Menschen hatten noch nie ein solches Tier gesehen. Es war eine Riesensensation und vor allem auch aus dem Grund, weil der Elefant hier in den Stadel des späteren Gasthofs zum Elefanten untergebracht wurde. Was viele nicht wissen, auch Regensburg kann sich stolz eine Elefantenstadt nennen. Was der Ploseberg für Brixen, ist dieser Berg oder Hügel für Regensburg. Dass Wintersport auch im Sommer möglich ist, beweist dieses besondere Skigebiet vor den Toren der Stadt, der Monte Caolino. Aber wie sollte es anders sein? Brixen steht ungewöhnlichen Sportabenteuern nicht weniger aufgeschlossen gegenüber. Vor allem die Beach Boys und Girls, die den Eisack für sich und zum Riversurfen entdeckt haben, unweit der Altstadt springen sie ins kühle Nass. Ich habe da einen geheiratet und habe immer schon Spaß an der Freude gehabt. Und seitdem bin ich herin. Über 50 Jahre. Ich habe mit 23 Jahren in Brixen-Milland meinen eigenen Betrieb gegründet, die Firma Hubert Schuhmacherei, wo wir Schuhreparaturen und Schuhe auf Moos aus Leder gemacht haben. Es ist für uns eine sehr schöne Möglichkeit, eben auch mit Menschen in Verbindung zu sein, die am Rande der Gesellschaft stehen. Schon mein Opa hat Altäre Richtung Amerika exportiert. Und das war vielleicht ein bisschen auch für mich Anstoß, in die Welt hinauszugehen und nicht nur in Südtirol zu bleiben und in Südtirol zu arbeiten.